die Partie. Ja, dann haben wir die Partie ja doch noch ans Laufen gekriegt. Oder eine Partie. Gucken wir mal, wie die Partie an sich jetzt läuft. Euch erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Jupzu-Partie auf Oro. 244 Punkte spielt er, okay. Aufnahme läuft, glaube ich, Ton läuft auch. Dann kann auch nichts mehr schief gehen. Da spielt er. Ja, was mache ich da drauf? Hier spielen. Erstmal. Also wirkt alles ein bisschen sehr aggressiv, was er hier so vorträgt. Ich jetzt natürlich einfach hier spiele, spielt er da und hat seine Defekte da gesichert, ne? Das wollen wir ja auch nicht nach Möglichkeit. Wenn ich nichts mache, lege ich da hier an und schneidet da vielleicht irgendwie. Kann ich hier spielen? Glaub ja. Boah. Das darf doch nicht gehen, was er da macht, oder? Das sehen wir doch alle ähnlich hier. Aber er hat da wohl einen Plan. Wenn ich hier spiele, spielt er da, ne? Dann spiele ich hier. Er spielt da, ich spiele hier, spielt hier. Ich fange seine Steine aber. Ja. Das muss gut genug sein. Wenn er jetzt nicht da spielt, hat er Alternativen sonst? Glaub nicht. Das kann doch alles nicht gut gehen. Jetzt kann er da ja auch nicht mehr schneiden, weil er dann die zwei Steine verliert. Wenn er hier anlegt, kann ich auch irgendwie hier schneiden. Das sieht ein bisschen nach Katastrophe für Schwarz aus, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht packt er noch irgendwas aus. Verkauft er irgendwelche Steine ganz geschickt. Kriegt Zente und irgendwo Einfluss oder so. Ich sehe es nur noch nicht. Ich sehe es halt noch nicht. Ja. Dann spielen wir einfach den. Und dann muss ich mit dem Zug hier doch eigentlich schon alles gesichert haben, ne? Er gibt sogar auf. Ja, vielen Dank für die Partie. Das ging schnell. Na, das war aber auch irgendwie viel zu aggro, was er da vorgetragen hat, oder? Ja. Trotzdem bin ich mal gespannt, was eigentlich auf den Pinzer hier vernünftig gewesen wäre. Achso, jetzt ist es irgendwie gedreht, weil ich ja weiß hatte. Kann ich das irgendwie zurückdrehen? Gab's doch früher, glaube ich, was, ne? Pandoligi, genau, so. So hatten wir die Partie. Ja, erstmal wird mich dann interessieren, ob der hier sinnvoll war oder ob ich hätte vielleicht eine Ecke angreifen sollen, etwas näher rangehen sollen oder sofort hier rangehen sollen. Das waren so die Fragen, die sich mir gestellt haben. Also ganz Tenuki, etwas näher ran, vielleicht auch nur den etwas weiteren. Keine Ahnung, wie groß da dann der Unterschied ist, das gucken wir uns gleich mal an. Oder ob ich hätte sofort irgendwie hier reingehen sollen, weil normalerweise spielt man den ganz weiten eher, gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber eher, wenn Weiß hier den Rösselsprung gespielt hat, weil der hier nach dem Reingehen ein paar Probleme hat. Mit dem Rösselsprung kann Schwarz da irgendwelche Defekte kitten, wenn Weiß da reingeht, mit solchen Kikashi, also so Forcing-Zügen, die mich im Prinzip zu einer Antwort zwingen und dann kann er das doch noch halbwegs zusammenhalten. Wenn er da jetzt gar nichts spielt, also keine Ahnung, hier Tenuki gespielt hätte und ich jetzt hier reingegangen wäre, dann hat er hier halt keine Züge, die ich unbedingt beantworten muss. Wenn ich aber
den Zug hier gespielt hätte und er dann da und ich irgendwas anderes und er was anderes, dann kann er hier eventuell solchen Zügen versuchen, das irgendwie abzudichten, dass ich da eben nicht mehr so einfach durchkomme. Habe ich mal gehört. Also offensichtlich habe ich die Varianten dazu jetzt selber auch nicht auf dem Schirm, aber da war was. Darum nach dem Kusumi hier aus der Partie, normalerweise nicht den spielen nach Möglichkeit, weil das zu kompliziert werden kann, sondern eben entweder Tenuki Guns oder nur die 2-Punkte-Ausdehnung. Das ist so meine Faustregel. Und dann geht die Partie halt irgendwie weiter. Wahrscheinlich wäre ich dann mit dem Kakari an diese Ecke rangegangen, aber ich denke, jeder andere Zug gegen seine Punkte, gegen seine 4-4-Punkte da oben geht auch. Da ist 3-3-Invasion und dann Kakari hier oder eben da ein von den dreien auch wieder. Mein Stil wäre wahrscheinlich, diesen zu spielen. So, dann hat er ja die Ausdehnung gemacht und dann hier gegen gepinzert. Jetzt dachte ich, kommt es normalerweise so, dass er hier außen umbiegt und jetzt habe ich da ja noch einen Schnitt, den kann er jetzt entweder decken, dann muss er mit den Problemen hier unten irgendwie klarkommen. Oder er sagt sich, ja, jetzt habe ich da ja schon mal ein bisschen was gespielt und spiele hier unten irgendwie weiter. So ist vielleicht ein bisschen zu locker, vielleicht einfach so. Und wenn du da schneidest, dann kann ich ja den einen Stein einfach noch opfern lassen, sowas in der Art. Das hatte ich eigentlich erwartet, dass er dann völlig berserk geht hier mit dem Zug. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und jetzt muss er dann eigentlich auch hier runterziehen oder hier zur Seite ziehen, weil das, was er versucht hat, mich einzuschließen, das geht einfach nicht. So. Na gut, jetzt kann er halt vielleicht noch den hier spielen. Und keine Ahnung, wie das Ergebnis dann gewesen wäre. Vielleicht, wenn er das vorher abtauscht, so. Und ich dann hier spiele, dann noch hier. Ja, dann muss ich ja immer noch mal hier spielen. Und da kriege ich dann gar nicht so viel. Ich bin hier zwar sehr stark geworden, was, denke ich, dann immer noch ein ordentliches Ergebnis für mich ist, aber er bekäme dann ja die Ecke hier. Und da hätte ich gar nicht mal gewusst, ob ich mich dann wirklich gut gefühlt hätte. Ich habe Sente, ja, aber das sind ja hier auch schon mal 10, 12, vielleicht 20 Punkte insgesamt. Naja, und ich habe hier nicht so viele, nur halt sehr viel Stärke und Sente und die Komi. Das wird, wie gesagt, jetzt das Forschungsprojekt mit Katako. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen auf den Unterschied zwischen dem Kusumi und dem Zug hier zu sprechen kommen. Insbesondere eben, warum mit dem Zug war, Schwarz hier eben doch relativ gut auf L4 spielen kann, statt nur eine 2-Punkt-Ausdehnung zu machen. Wenn wir meinen, es ging irgendwie so weiter, dann gibt es natürlich verschiedene Ideen, wie man hier angreifen kann. Und da gibt es dann immer ein paar Varianten, in denen das dann doch für Schwarz ganz günstig ist, dass da eben ein bisschen mehr möglich ist, was diese Verbindung zwischen den beiden Steinen hier angeht. Zum Beispiel hier so eine Variante, so. Wenn Weiß hier jetzt rauszieht, was in der Stellung jetzt wohl der beste Zug wäre, laut KI. Und dann kann Schwarz hier diese zwei Züge, die hier vor uns sind, erstmal spielen und dann eben hier ganz gut den Schnitt decken. Dann muss Weiß ja was für die Steine hier unten tun. Und Schwarz kann hier wahrscheinlich nicht mal wirklich die Steine fangen. Aber hier halt ganz, ganz bequem erstmal in Sente leben und dann weiterkämpfen. Das wäre dann vielleicht noch okay. Eine andere Variante wäre zum Beispiel jetzt, wenn Weiß hier einsteigt, dann ist das, glaube ich, was ich jetzt hier zeige, nicht ganz so gut. Das ist nicht die optimale Variante. Aber wenn man da irgendwie unbedingt es schaffen will, diesen Unterschied hier auszunutzen, dann kann man jetzt mit Schwarz eben so spielen, so und dann so. Und dann ist hier auch, den kann
weiß jetzt ja nicht mehr spielen, weil dann die Schnittsteine hier gefangen werden. Und wenn Weiß hier spielt, ja, dann kriegt man wieder ziemlich viel Gebiet in der Ecke. Und die Partie wäre auch noch okay für Schwarz wahrscheinlich. Ja, das sind so ein paar Gründe, warum ich eigentlich davon abrate, wenn... das ist der Grund, warum man den gut spielen kann. Und dann aber auch der Grund, warum ich davon abrate, wenn das hier steht mit dem Kusumi, wo diese Züge eben nicht so hundertprozentig vorhanden sind, dann hier hoch zu spielen. Da würde ich eigentlich wirklich immer empfehlen, tief und sicher zu spielen. Oder vielleicht auch Tenuki. Aber die KI-Analyse zeigt aber, dass es gar nicht so dramatisch ist. Also man kann auch hier spielen, das kostet dann meinetwegen 0,1 oder 0,2 Punkte Maximum. Und muss man halt später aufpassen, dass man nicht irgendwie eine Variante auspackt, die dann gerade nicht geht, wenn der Stein hier auf dem Diagonalzug steht, also wenn hier dieser Diagonalzug steht. Da gibt es dann aber immer noch genug Möglichkeiten, vorher abzuweichen. Und das dazu. Gut, dann gucken wir uns jetzt nochmal an, was die KI dann zur Partie an sich sagt. War ja nicht allzu viel nachzugucken. Diagonalzug, ja, gut. Dann, ja, 0,1 Punkt kostet es. Lieber ein bisschen enger spielen oder aber hier angreifen. Aber man kann im Prinzip noch alles spielen. Das hier ist im Prinzip beides gleich. Ich hätte sofort in die Ecke reingehen sollen oder vielleicht hier spielen. Das wäre ja so mein Kandidat gewesen. Aber auch das ist hier möglich. Dann, das war schon ein bisschen übertrieben. Da sollte Schwarz irgendwie was für seine Ecken tun, irgendwie, oder was am Rand. Aber es ist wirklich viel möglich und so schlimm ist der hier auch noch nicht. Eher so, dass mein Zug hier nicht gut ist. Wenn ich das spiele wie in der Partie, dann sollte er halt nur nicht hier umbiegen. Das ist schon ein bisschen sehr frech. Wenn er so spielt und ich zurückziehe, was ich ja eigentlich gedacht hatte, dann spielt Schwarz sogar hier, wird im Zentrum sehr stark und diesen Schnitt hier, den will ich ja normalerweise nicht spielen. Ne? Da kann er dann natürlich auch irgendwas anderes machen. Wenn er da gespielt hätte und ich jetzt hier geschnitten hätte, was ja wieder falsch ist, dann kommt ja letztlich das gleiche raus wie eben, dass er das dann so spielt. Ne? Und dann ist nur die Frage, ob der Zug hier sinnvoll war. Oder nicht. Ich denke schon sinnvoll, aber offensichtlich nicht das Optimum. Gut. Ja, hier ist eben auch wichtig, dann so einen einzelnen Stein, also in dieser Variante, den Stein hier zu opfern. Weil retten klappt wahrscheinlich nicht und selbst wenn es klappt, opfern ist wesentlich besser, weil Cent und man hier schon einen schönen Bereich bekommt, wenn man hier spielt und Weiß da spielt, selbst wenn man da noch irgendwie leben könnte, kostet das eigentlich das ganze Potenzial, was man hier hatte, für die paar Punkte, die man eventuell hier dem Weißen wegnimmt. So. Aber diese Form ist irgendwie so untypisch, dass ich da tatsächlich zurückgezogen hätte, was nicht gut ist. Und das Anlegen war ja auch schon nicht gut. Hatte ein bisschen Angst, vielleicht zu viel Angst um meine Ecke hier. Ne? Kann da spielen, dann mache ich einfach die Punkte schon mal. Und er hat ja auf beiden Seiten irgendwie Gruppen, um die er sich kümmern muss. Also so. Hier hat der KI, glaube ich, gezeigt. Ne? Ja, dann kann ich das noch abtauschen. Und bin im Prinzip draußen, habe schon mal Punkte. Und ja, Partie ist aber noch komplett ausgeglichen. Gut, dann hier der Schnitt. Und vor allen Dingen dann das Einsperren geht halt nicht. Und jetzt hatte er hier noch die Möglichkeit, ähnlich wie ich es gezeigt habe, sowas zu spielen. In der Analyse jetzt sollte ich aber nach Möglichkeit noch das Atari geben und dann hier decken, weil dann kriege ich diesen Zug hier noch. Und bin da nicht ganz so klein geworden. Dafür ist Schwarz dann aber auch wieder dran, ja. Wenn ich das Atari nicht gebe und hier spiele, dann brauche ich hier natürlich immer noch nicht spielen. Ich kann immer noch den machen, ne? Ja. Erstmal den abtauschen, dann den hier. Dann muss ich aber doch hier decken. Okay. Ja.
Und die Partie ist eigentlich noch ziemlich offen. Also 2 Punkte sind das jetzt gerade mal besser für Weiß. Da ist ja tatsächlich noch sehr wenig passiert. Aber was er hier gemacht hat, hat halt im Prinzip einen ganzen Zug verschenkt. Hier hat er sich dann noch Defekte eingebaut. Jetzt ist es auch besser hier zu spielen, weil ich dann da nicht direkt mit Vorhand spielen kann, um den Schnitt so ein bisschen zu entschärfen. Aber da er hier gespielt hat, konnte ich den auch noch in Vorhand spielen. Jetzt hat er, glaube ich, schon aufgegeben, bevor ich noch hier gespielt habe. Der wäre sogar etwas besser gewesen als der. Aber Weiß führt jetzt schon mit über 10 Punkten. Die Partie ist ja zumindest noch relativ einfach. Das, was er hier an Einfluss hat, habe ich durch meinen Zug hier schon entwertet. Und ich habe hier halt schön Punkte gemacht. Und auch noch Einfluss in die Richtung. Ja, so viel zu dieser sehr, sehr schnellen Partie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn es natürlich ein bisschen, langweilig will ich nicht sagen, aber ein bisschen komisch ist, so eine kurze Partie zu zeigen. Es ist natürlich auch vorteilhaft, dass ich Weihnachten nicht irgendwie 2 Stunden an so einem Video rumeditieren muss. Obwohl, bei dem, was ich jetzt schon wieder gelabert habe, wird es schon noch ein bisschen dauern. Aber erstmal schnell raus mit dem Video und ich hoffe, es gefällt euch. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.